kann ich. Was bringt, wenn ich so einen Claptrap da hinten abschieße? Nichts. Der explodiert einfach dann. Der rennt außen rum? Der hat mehr Skill als du. Nein. Der darf nicht mehr Skill haben als ich. Hat er aber. Also hier wieder fliegende Munitionspakete. Ey, er ist im Feuer. Das bringt gar nichts. Na, ich glaube auch. Toll. Das haben wir übrigens, wenn der mal wieder solche Windtraps spawnt. Die könnte ich nämlich gerade irgendwie ziemlich gut brauchen. Das könnte ich auch, aber ich sterbe gerade. Gar nicht, lüg nicht. Da fliegen wieder die Munitionspakete durch die Gegend. Wir haben schon über die Hälfte abgezogen. Hooray! Es der wird... Kampf, also der Kampf geht deutlich schneller als der letzte. Ja, ich glaube auch. Probiert mal was. Okay, ich töte mal da oben alle Claptraps. Feuer frei! Down, down. Die Claptraps sind irgendwie wie Tontauben schießen. Ach nee. Oder Schießbuben. Würde ich mehr Schaden machen, ging das definitiv schneller. Oh mein Gott, göttliche Windtraps. Wo? Da. Super. Warte, ich was ist passiert? Mehr. Was ist passiert? Du bist draufgegangen? Ja! Leck mich! So ein Scheiße! Ich habe genau in dem Moment, in dem ich ein... in dem ich gestorben bin, habe ich einen Claptrap und der andere Claptrap, da musste ich genau in dem Moment nachladen, als er bei mir war, und deswegen habe ich auch den Kill nicht zugezählt bekommen. So eine Kacke hier, die cheaten ja alle. Ach nee. Aber wenigstens liegt jetzt da ein bisschen Leben und Munition. Und Motherboard-Teile. Oh, die muss ich gleich mal einsammeln. Ich habe einen 3D-Brille erhalten. Ah, mein Ohr juckt. Kann nicht schießen, muss kratzen. Ich mach 300 Schaden mit einem kritischen Revolvertreffer, das ist so erbärmlich. Und ich mach 300 Schaden mit einem kritischen Shotgun-Treffer. 7x8. Au. Wie gesagt, hier liegt Munition rum, Leben rum. Mini-Ampul. Wie viele Reserve-Festplatten haben die Kerl eigentlich? Viele. Weil wir irgendwie... Wie er sagt, brav, mach schnell. Der arme Nox. Soll ich dich... Nein, ich kann dich nicht retten. Ach schon. Boah, mir geht die Munition aus. Mir nicht. Mir schon. Müsstest du dich nun in die Nähe meiner fliegenden Munitionsdinger rum hinstellen? Na gut, dann stelle ich mich hinzu, wir fahren ein bisschen in deine Nähe. Damit du nicht so ganz egoistisch da alles absahnst. Ich stelle den Scorpio so oft wie es geht in deine Nähe, das weißt du schon. Achso, danke. Vor allem, ich frage mich, wo die Munitionspakete rausgeknallt. Aus dem Scorpio. Ja, aber wo aus dem Scorpio? Einfach raus! Oh, ich habe aus Versehen das Feuer aktiviert. Oh. Ist ja wurscht. Während des Nachladens aus Versehen auf die Kameraden angezündet. Ich habe ihm gerade ein bisschen Schaden gemacht. Und das Geile ist ja, ich regeneriere Granaten. Ich habe ihm gerade Schaden gemacht mit dem Tank da, den ich mitgeteilt haben lassen, direkt bei ihm. Geil! Welcher Tank? Das war so ein Benzin-Gas-Tank. Jetzt habe ich in die Luft gehabt, wenn er daneben stand, dann hat er Schaden bekommen, glaube ich. Da kommen nur noch ein Viertel, her. Den haben wir gleich down. Was hier hört sich so an, als würde er irgendwas scheuern. Da bist du da. Das ist ein komisches Geräusch. So. Versteck mich. Ah, scheiße. Ich hab gedacht, ich versteck mich hinter dir. Aha. Hinter der Säule, meine ich. Und rest dich dann. Aber du bist zu weit weg. Ach, das sind, glaube ich, die Munitionspakete, die durch die Gegend fliegen. Ach. Boah, ey. Wie viel Geld ich einfach noch verliere. Nein, mein Schießprügel ist nicht gesichert. Ich gebe dir gerade Headshot um Headshot. Aha, sagt er mir auch. Dein Schießprügel gesichert, du hast mich bisher kein einziges Mal getroffen. Oh oh. Das Feuer!
Autsch, voll auf die alten Floppies. Hilf mir mal. Wie denn? Ja, komm. Der massakriert mich hier aber gerade. Wie du vielleicht bemerkst. Steck dich hinter mir. Und wie? Schnell rest dich einfach. Drück E. Du musst ihn natürlich wieder resen. Ja, klar, weil ich noch länger überlebe und du hast dann Zeit, hier zu laufen und ihn nochmal anzugreifen. In der Zeit. Außerdem mache ich an ihm mehr Schaden. Mhm. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Tu ich doch. Gut. Dann kann ich jetzt in Ruhe sterben. Ja. New You Stage. Warte, wie viel kostet mich das Ressen? So viel. 1, 2, 3. 4 Millionen. 4,5 Millionen. Ich koste 8. Ja, dann weißt du, wer der Ninja Looter ist. Meine Mom? Nein. Lass meine Mom aus dem Spiel. Der ist fast down, also so gut wie halt. Hat nur noch 2 Sipfel. Das ist weniger als ein Sipfel. 2 Sipfel. Das ist weniger als 2 Sipfel. Dann eben 2 Neuntel. Und tschüss. Boah, wie oft ich sterbe. Beeil dich, verdammt. Scheiße, jetzt sind es noch 7 Millionen. Oh, Windtraps, Windtraps, Windtraps! Bitch. Kannst du mich vielleicht messen? Ich krieg dich. Seine Maut ist scheiße und ich wette, er ist auch scheiße. Hey, gut. Okay. Du warst ja richtig nützlich. Frissgranaten, die ich auf unerklärliche Art und Weise regeneriere. Ah, Granate, die 41 Schaden machen, aber was soll's. Super, meine Granate macht 2x63, also... brauchen wir uns nicht schämen. Schrotflinten, Action. Uff, 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 uff. Ich glaube, danach kommt ein Shop, weil ich habe keine Optionen. Es wird gerade gespeichert, gell? Hier ist Munition. Hier ist Munition. Also hier fliegt Munition. Feuer. Na komm, noch. Hält so viel aus, der Typ. Hält Cremarox genauso viel aus? Ja, ne, aus. Oh. Wird aber nicht, wird aber wahrscheinlich nicht so lange dauern, der Typ. Warum? Er hat nur kritische Treffer zu, woanders kannst du ihn nicht treffen. Und den Boss kannst du quasi eigentlich nicht alleine kriegen, weil eine von die letzte Schwachstelle von ihm ist auf dem Rücken. Ja gut, als Ding schaffst du es schon. Als Soldier mit Geschützturm. Dann ja, aber was ist denn? Apropos Geschützturm, der ist ziemlich schnell wieder ready gewesen gerade, stelle ich fest. Mhm. Feuer frei! Oh oh. Ich versuche gerade Schaden an ihm zu machen, aber... Es bleibt beim Versuch, habe ich recht. Ja. Oh. Bleib bitte am Leben. Oder lass mich, ist mir egal. Ich bleib am Leben. Friss mein Repeater! Der macht einfach pro Schuss 30 Schaden. Oh, wenn überhaupt. Ja, ich sag ja. Ich kann seine kritische Trefferzone, also seinen Kopf nicht treffen, von daher. Aber mein Geschützturm ist gleich wieder ready. Wie schnell geht denn das? Ich weiß nicht, normalerweise für jeden Kill kriege ich 10 Sekunden. Uppla, Entschuldigung, 10 Sekunden abgerechnet. Was? So, aber die regeneriert er schon während ich während der Einsatz ist. Sag was du willst, der Scorpio ist schon cool. Ist auch nicht schlecht, hab ich nie gesagt. Also ein Drittel der Zeit, der Aufladezeit wird schon währenddessen abgedeckt, während der da steht. Toll. Ja, ist auch cool. Ey komm, der gibt Munition, er schießt mit Raketen und heilt Leute. Nein, heilt nicht Leute in der Nähe. Er lebt sie wieder, glaube ich, oder? Nee, das habe ich nicht geskillt. Achso. Weil ich das Bullshit finde. Gut, jetzt wäre es ziemlich praktisch.
Mhm. Aber komm, wann habe ich den schon ready? Gut, ich hätte ihn jetzt ready. Ich könnte ihn jetzt zum Rest von dir benutzen, aber... Leider... Hat so keinen Sinn mehr. Jetzt noch schnell umskillen zu laufen. Das wird schwer. Nehme ich mal grob an. So. Komm, stirb, du Arsch. Und die Waffen, die werden nicht sofort instant gelootet, sondern die würde ich mir gerne mal anschauen, die ihr droppt, okay? Da droppt eh nichts Gutes. Na, vielleicht droppt der was anderes. Nein, droppt mir mal. Er droppt gar nichts. Ja? Oh Gott! Von wegen droppt er gar nichts. Ja, das war nur Bullshit. Der Typ ist einfach so cool. Ja. So, das wird jetzt wahrscheinlich ein ganzer Part gewesen sein. Ja. Ja, ja, Leute. Open Source. Ich kann mir Granate hochwerfen. Die ganzen Claptraps freuen sich auch noch, dass sie verloren haben. Ja, sind ja Verräter. Der muss doch irgendwo ein Shop sein. Ja, da kommt wahrscheinlich erst... Also nicht wundern, wenn irgendwelche Claptraps hier gerade platzen oder so. Was zur Hölle? 1-0-0-1. Du hast schon falsch angefangen, das fängt mit 0 an. Ja, egal. Auf jeden Fall ein übelst langer Code. Das kann man übrigens in irgendeine Schriftart übersetzen, ja. Ich weiß. Also normalerweise ist jeder dieser 1-0-0-Scheißdreck-Code ein Buchstabe, wenn ich mich täusche. Na gut, hier geht's ja. Ich weiß, wenn du nochmal anschauen. Ich kann das nämlich so lesen. Hier geht ja relativ schnell. No evil boss hier. Das ist so geil. Ich habe hier gerade ein paar Freunde gefunden, mit denen ich gerade ein bisschen spiele. Also nicht wundern, dass ich gerade abkratze. Ja, ja. Kein Wunder. Wundert mich nicht. Es ist so klar, ich muss immer dann nachladen, wenn es gerade scheiße ist. Hey, da geht's ja runter. Eine Waffenkiste! Was der Hell? Was ist drin? Ich öffne sie gerade. Und zwei schlechte Snipers. Naja, Geld. Alter, die vier droppen ja noch nie mal was. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen gedisst, gemobbt und verarscht. So. Jetzt muss ich die kleinen... Was ist denn das für ein Schild, das du gerade aufgesammelt hast? Ein Bullshit-Schild, glaub mir. Nein, ich glaub dir nicht. Was ist das für ein es Schild? Es ist ein Bullshit-Schild. Es ist blau, also kann so kacke gar nicht sein. Es ist kacke. Ja gut, wenn der Herr meint, dann schauen wir mal nach. Spa. Free Treasure. 2369 und... Warte, 2000... Hä? Obwohl, es ist gar nicht mal so schlecht. 2360 und wie viel Ladegeschwindigkeit? 204. Ja, dann kann ich gut brauchen. Ich nehme es aber. Ich kann es selber brauchen. Alter! Ja, es ist Bullshit, glaub mir. Glaub mir, es ist einfach Müll. Ja? Oder wie? Was ist dein altes Schild gewesen? Ja, mein altes Schild. Das war 1839, 271 und Gesundheitsboost auch. Brauchst du nicht, ne? Nee. No evil boss here. Na komm, gehen wir mal in die Villa rein, oder? Mein Gott, was für eine Falle. Oh nein. Total net trap. Ach komm, das ist überhaupt nicht langweilig, nochmal gegen jeden Boss zu kämpfen. Aus jedem DLC. Ah, wenigstens frisst der angenehmen Schaden. Hast du eigentlich jetzt ein Level up gehabt? Ja, stimmt. Ja. Das sind wir hier noch bis Weihnachten. Ja, danke. Spawnt hier irgendwas? Au. Ja, wirklich hier sind Traps. Der auch? Ja. Alter, gehen wir nicht auf den Piss hier. Alter, und die kann ich einfach nicht killen in der Zeit. Lass mich. Wow. Warte mal. Ich lenke mal kurz ab und regeniere ein bisschen, dann kann ich wieder beleben. Danke. Obacht! Windtrap!
hinter ihm ist ein Windtrap. Oder in ihm. Habe ich schon gefühlt. Gut. Auch mal ein bisschen. Allgemein fern. Dort ist ein Windtrap. So, jetzt gibt es gleich Munitionsnachschub. In Form von fliegendem Päckchen. Gute Frage, mein Skorpion schießt noch drauf. So, Hälfte haben wir schon geschafft. Ach, der geht ja göttlich schnell hier. Im Vergleich zu Nox schon. Alter Schwede. Echt genug tun. Lebt mich wieder. Sind hier Explosivtraps unterwegs? Nein, lebt mich wieder. Wenn er mich jetzt killt, was ist dann? Ich sehe, wo er lang fährt, also. Dein Windtrap gespawnt. Gut, jetzt soll ich dich zwar geheilt, anstatt den Windtrap zu töten, aber. Ja, egal, ist auch okay. Bleib. Wo bist du? Bleib mal hier. Wow! Alter! Sind wir nicht da weg? Der will ja kuscheln. Mhm. Hättest du mir übrigens sagen können. Windtrap. Hast du ihn gekillt? Er macht seine Wirbelattacke. Alter, der ist aus dem Boden rausgeglitscht. Ja. Spielt der bei dir auch so rum? Ja. Leute. Ich habe schon wieder aus Versehen den Chat geöffnet. Also wenn es bei dir irgendwo G steht, dann war das ich. G. Steht es da? Ja, Medic sagt G. Ups. Hoppala. Oh. Mir ist der Sprit ausgegangen. Und er ist down. Warte mal, da ist ein Schild. Ach ja, dann. Alles klar. Ja, okay, machen wir mit, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch, klingt doch perfekt für uns. Und rat mal, wer jetzt nochmal kommt. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Bullshit, Bullshit. Genauso Bullshit wie das vorherige Schild. Das ist. Was ist denn das? Warte, schmeiß mal die Sniper hin. Das ist eine Liquid Sniper. Die hat eine hohe Schussfrequenz. Zeig mal. Die hat 2,4. Ja, eben. Schmeiß mal hin. Könnte besser sein wie meine andere. Das ist großartig. Alter. Die hat 1000 Schaden. Warte mal. Fast 1000. Die wäre genau wie meine, nur dass sie mehr Schaden hat. Aber dafür hat sie kein Explosiv. Oh mein Gott, ein Bote-Gauner hat sich vor mir aufgestellt. Nee, das ist nicht besser, schade. Hier sind ein paar Traps. Ich seh's schon. Warte, hinter dir sind übrigens 4 Stück. Ja, ich weiß. Boom. Boom. Ich dich angreifen. Boom. Boom. Mit den Traps habe ich kein Problem. Wenn ich sie kommen sehe. Und wenn ich meine Iridium-Waffe heraus habe. Ja, weil die anfällig sind gegen Shop. Ja, und weil die einfach bammt. Meine Iridium-Knarre. Ah, ein Shop! Geiler Scheiß. Ja. Tank. Ah, also Stil, oder? Ja. Hat mir schon mal gesehen. So, Müll verkaufen. Stil ist verdammt einfach. Und gleich, die habe ich erst vorher gekillt, ohne dass ich sie gesehen habe. Mhm. Och, Muni. Muni? Wo? Ich kauf gerade. Auch will. Hatte schon verdammt viel irgendwie. Keine Ahnung. Okay, this time we are serious. Warte, nein, greif sie noch nicht an, ich will es auch mal sehen. No boss here. Das ist so dumm. Ich glaube, die Entwickler von diesem Spiel hatten auch schon ein paar Joints durchgezogen. Halt, warte mal, hier sind Waffenkisten. Hier muss irgendwo ein Klettschild zum Reparieren sein. Nein, hier sind Waffenkisten, komm mal her. Schau mal her, hier sind 2 Waffenkisten. Irgendwie muss man doch dahin kommen. Schau mal. Und hier, die Wand sieht aus, als könnte es ein Claptrap hochfahren. Die hier. Hm. Du verarschen die uns nur. Dann die verarschen einen nur. Ja, bis jetzt konnte man jede Waffenkiste, die man gesehen hat, auch erreichen. Auf irgendeine ganz bizarre Art und Weise. Ja. Ich sehe mich mal hier auf der Fläche ein bisschen um, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch was entdecke. Ne, hier ist nichts.
Ein Claptrap gab's ja schon mal. Obwohl, ja, diese Falle hab ich. Vielleicht hab ich. Ne, ist in meinem Kühlschrank. Hier ist nix. Komisch. Vielleicht geht's ja auch auf, wenn wir den Boss hier gekillt haben. Wir können auch nicht mehr zurück. Ah, Scheibengleis. Pass doch mal bitte auf mich, dann können wir zusammen da runter. Warte mal, wenn man mit einer Pistole auf den Kopf schießt. Nee, auch nicht. Schieß mal mit einem Revolver drauf. Weil links und rechts ein Revolver abgebildet ist. Da tut sich auch nichts. Oh, wir klammern uns schon verzweifelt an jeden Strohhalm. So, gut, hier ist irgendwie hier. Was ist denn jetzt eigentlich? Hier ist kein Boss, heißt's. Ja. Hm. Lass mal rein. Ja, so. Hey, das ist Zerstörer. Ich hab mir gerade schon gedacht, what the fuck, nicht noch den auch noch. Commander Steel Shoot. Ich will die voll ins Kreuzfeuer nehmen. Ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Kreuzfeuer. Drei Leute auf einmal. Also drei Geschütze, drei Waffen. Die ist getroffen. Also, die hat jetzt sowas wie gar keine Chance. Ah, eine Aufnahme. Hey, der ihre halbe Brust ist irgendwie so technische Strahlen drauf. Ja, wundert dich das? Nee, aber ich hab gerade irgendwie eine sehr interessante Nahaufnahme gehabt. Das war gerade der krasseste Boss ever. Oh nein. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig. Ah, jetzt haben wir uns hier durchgebettelt. Mhm. Und jetzt will er. Gebettelt! Jetzt kommt er persönlich. Warte, was ist das? Was? Die sieht interessant aus. Alter? Meine. Weißt, hast du gesehen, wie viel die wert ist? Da schau mal, die ultimative Nahkampfkatze. Wo? Wie was? Da, die ultimative Nahkampfkatze. Miau. Wo hast du die her? Was dir? What the? Na, aber willst du die Schrofen nicht haben? Zielgenauigkeit 3,6. Okay, nein. Ah, die hat mir wurde gerade angezeigt, die hat einen Preis von 999 999 999 999.